Und ein herzlich willkommen mit mir, hier der Stefan. Wir haben das geilste Spiel zu Ende gebracht, Man of Medan. Und ich dachte mir, wir spielen Outlast. Eigentlich ist Outlast Best of aus einem Spaß entstanden. Da war ein Kumpel bei mir und wir haben gesagt, lass uns mal den ganzen Tag Outlast zocken und wir nehmen es einfach auf und daraus schneide ich das Best of. Aber dann hat jemand unter meinem Video kommentiert, ich sollte, und das hat er glaube ich auch mehrere Male kommentieren, dass ich das in Einzelschritten mal aufnehmen sollte. Und ich sagte, let's do it. Man of Medan ist beendet. Jetzt kommen zwei neue Spiele. Und natürlich kommt Bad Blood noch weiter. Und jetzt hören wir auf zu quasseln. Enthält schwere Gewalt. Okay, ist perfekt. Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Milles Obscur. Ach, Namen schon wieder. Einem Enthüllungsjournalist, dessen professioneller Ehrgeiz in einer Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und erhalte alles mit der Kamera fest. Du bist ein Kämpfer, um das Grauen in der Heilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, sich zu verstecken oder zu sterben. So, 17. September 2013 von 10260110756. Helfende Telefonnummer plus 49 mal vorher hinschreiben. Mal gucken, wer da rauskommt. Betreff Tipp. Aktivitäten bei Murkoff. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Vielleicht. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Systems in Mount Massive. Heißt das so? Massive oder Massive? Tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber nicht zur Hölle mit den Kerlen. Aber echt? Zur Hölle mit den Kerlen? Natürlich! Schreckliche Dinge gehen davor. Ich verstehe es nicht. Glaub nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu Tiefe geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden. Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden, meine Freunde. Okay. Und ja, ich habe das mindestens schon zigmal durchgespielt, aber ich will es euch auch noch zeigen und präsentieren, weil
Das war mein Einstieg-Horrorspiel, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich noch bei einem Felix, bei einem guten Freund mal gezockt. Und mein zweites Spiel war ganz komischerweise ein Slenderman-Spiel. Ja, Slenderman und dann Slenderina oder ja, dieses andere Game. Ist hier irgendwas, was ich finden könnte? Unterlagen? Nee. Ja. Nein, die Außenwelt ist mit uns abgeschottet. Wer war das? Ich werde euch alle vernichten. Ach ja, hier müssen wir. Hallo. Rechte Maus. Ah, okay, okay. Habe ich ja schon lange nicht mehr gezeigt. Hallo, Sisa. So, ja, Rennen kennen wir, Hocken gehen. Wer dieses Spiel nicht kennt, es ist ein psychisch Horrorspiel. Das geht zwischendurch auf die Nerven. Du, vor allem dieses Wegrennen, hinter dir laufen zum Schluss Leute her und die werden dich fertig machen. Die werden dich zermatschen, die werden dir deine Arme austrennen, die werden dir deine Finger abkuppeln, abschneiden. Ja, meine Freunde, spielt es nicht selber. Lasst es von mir zeigen. Damit macht ihr nichts falsch. Ba, 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 ba. Aber mein Mikrofon muss ein Tick höher. So. Oh, jetzt fällt das einfach wieder runter. Oh, jetzt fällt meine Schutzkappe ab. So, jetzt hört man mich wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich habe das Mikrofon gerade etwas höher geschraubt. Junge, Junge, schreit der Typ schon wieder. So. Hier findet man sowieso erstmal noch gar nichts. Und nimm es mir bitte nicht los. Lol. Habe ich voll vergessen. Nimm es mir bitte nicht böse, dass ich jetzt ein bisschen durchrausche und ich werde jeden Raum natürlich mitnehmen, das ist ja klar. Aber, ja. Ich kenne das meiste. Noch ein Datenträger. Ein Datenträger. Dokument. Billy. Billy Boy. Dr. Karl Horsten. Therapiestatus. Patient behauptet den selbstgesteuerten luzide Traumphase vorgedrungen zu sein. Morprofen. What? Ah, gut. Beispiellosem Umfang beachtet. Fahren fort mit Stufe 4. Hormonen. Eine Hormontherapie? Haha, kommt der auch Pflaster auf den Arm? Okay. Schade, steht hier nichts von Hämorrhoiden und so. Billy erkundet sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in der Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Was sind Bluträumen? Oder Bluträumen? Wir lassen das Lesen jetzt mal. Es ist noch früh am Morgen und dann nicht! Und ja, komm. Ich lese eigentlich täglich Bilderbücher und Bücher, aber zwischendurch bin ich einfach ein bisschen bad in Lesen. Nehmt es mir bitte nicht böse. Diese Stelle, das ist einer von zwei ganz schlimmen. Haben wir irgendwie eine Batterie übersehen?
Ja. Ist gut, mein Freund. Ich frage mich, was dahinter wäre. Ich bin deine Mom. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay, meine Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich auch Whistleblower hochlade, und ich weiß, es ist schon viel zu früh dafür, eine Präsentation abzugeben, aber ne, scheint benutze den sicher zu nehmen, bla bla bla. Dann schreibt es mir Hashtag 2 rein. So. Ach ja, J war das. Alte Erklärung wurde von dem. Nächstes bitte selber und überzeugend geforderte durch die einständige Erklärung. Macht Pause und lest es kurz selber durch, wenn euch das interessiert. Ich kenne eigentlich fast jede, würde ich jetzt behaupten. Hallo Billy Boy. Ach, hier liegt das Dokument. So. Grande. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund dieser bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens Murkopf-Korps erforderlich. Bla bla bla. Okay. Thank you very much, my friend. Hallo? Ich höre ihr Bad? Nee, ja. Aber hier will ich rein. Aber hier geht's natürlich nicht rein. Das war strange. Das war sehr strange. Ah, hier waren wir noch nicht. Genau. Uah. Junge, Junge, meine Freunde. Oh, Digga. Safe hat er seine Gedärme ausgeschissen. Ja, meine Freunde, der hat seine... der hat wirklich seine Gedärme ausgeschissen. Okay, das wusste ich jetzt leider nicht mehr. Oh. Lassen Sie bitte los. Ja, das ist ein Putzraum, meine Freunde. Ignorieren Sie bitte den Putzraum. Ist keine gute Umstalt. Umstalt wahrscheinlich. Ich glaube, der war danach nie mehr in der Toilette. Und was ist mit dem passiert? Kann man nicht erkennen. Ist ja gut, mein Freund. Guck mal, da ist schon wieder ein Irrer. Einfach ein Irrer. Nein. Hallo? Warte mal. Hier könnte noch was sein, ja. Wusste ich jetzt nicht ganz genau. Okay. Und hier ist dafür gar nichts. Ja. Hallo, Süßer. Hallo? Also sie haben sowas im Gesicht, mein Freund. Sie haben irgendwas im Gesicht. Ist das Hornhautverkrümmung oder Herpes? Also ich will sie nicht anfassen, nein. Sie haben einen extrem langen Fuß. Haben sie die Größe 40, 46? Kann ich ihnen irgendwo bei helfen? 46, hä? Ich habe sogar 43, 44. Sie haben 50. Und sie? Ich soll weggehen, ich weiß, aber ich will mal mitgucken.
Boom! Jawohl! Noch ein Tor! Mach ein vor, du bist da! Okay, gut. Hallo? Ey, so ein YouTube-Schreibtisch würde ich gerne haben. Das ist feinstes Holz, meine Freunde. Feinstes Holz. Wow. Oh, die Mausempfindlichkeit ist schon sehr hoch und meine Cola ist alle. Wie soll ich jetzt da leben von? Es ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, abonnieren, liken und kommentieren. Aber wir sind noch nicht Ende des Videos angekommen. Oh, oh. Geh weg! Holen Sie jetzt raus, bitte, der Doktor ist tot! Reißen Sie raus! Ups! Oh, nochmal auf den Boden eintreten! Ja, man soll nicht Leuten, die schon auf dem Boden sind, drauf eintreten. Aber der Typ war deutlich irre. Und der hätte uns safe noch unsere Gedärme rausgerissen und gegessen. Du kannst nach hinten schauen, indem du... Oh. So, meine Freunde. Meine Freunde, ich muss... Ja, so. Versteck dich im Schrank, versuche nicht zu kämpfen. Ha! Wir kämpfen mit dir! Boom! Habt ihr meine schöne Frisur gesehen? So, und um nichts zu verpassen, meine Freunde, kommentieren, liken und abonnieren. Und ganz kurz, bevor wir das Intro jetzt, Genau, ihr wisst, was ich meine, Sätze. Tut mir leid, dass die letzte Woche nur Montag ein Video kam, aber mit der einfachen Begründung, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit zu stöhnen, mein Freund. Dass wir, ja, ich hatte leider nicht die Zeit und auf eine unbestimmte Zeit war, dass ich nicht genau wusste, wann ich ein Video hochlade in dem Sinne. Weil wir sind am Montag wiedergekommen, am Dienstag wollte ich so langsam wieder in den Alltag reinstürzen, am Mittwoch hatte ich keine Zeit und heute ist Donnerstag und ich produziere gerade wieder vor für nächste Woche. Also wird in dieser Woche kein Video kommen, also letzte Woche, meine Freunde. Und dafür entschuldige ich mich auch wirklich, weil ich es einfach nicht zeitlich hinbekommen habe. Zwei Tage wollte ich einfach reingehen und am Donnerstag, gestern habe ich, nee, am Mittwoch habe ich auch noch gearbeitet. Also es war nicht möglich, meine Freunde. So, das wollte ich jedenfalls los haben, um nicht zu verpassen. Kommentieren, liken und abonnieren. Puh.